Herzlich willkommen zu einem neuen SHK-TV-Magazin. Bett und Bad, so lautet das neue Ausstellungskonzept der Wolfgang John GmbH in Bad Camberg. Wir haben uns diese für einen SHK-Betrieb außergewöhnliche Ausstellung einmal näher angesehen. Herr John, andere haben mal ein Badstudio, Sie haben ein Bett- und Badstudio. Was verbirgt sich denn dahinter? Wir haben neben unserem Studio in Heistenbach jetzt dieses Bett- und Badstudio in Bad Camberg eröffnet, weil wir die Philosophie vertreten. Wir glauben, dass sich das Bad zum Schlafbereich öffnet, wie sich früher die Küche zum Wohnbereich geöffnet hat. Sie sehen hier überall Bett und Bad zusammen, Sie sehen aber nirgendwo ein WC. Das WC werden wir weiterhin außerhalb des Bad- und Schlafbereichs lassen. Aber die Konstellation, Badewannen, Duschen oder Betten in einem Programm rüberzubringen, finden wir eigentlich sehr gut. Können Sie uns Ihr Ausstellungskonzept einmal näher erläutern, Frau John? Ja, wir geben hier den Kunden die Möglichkeit, Komplettbäder zu sehen in verschiedenen Variationen. Was nicht heißen muss, dass das Bad so 1:1 umgesetzt werden soll. Es ist ein Anteasern der Kunden, zu sehen, was gibt es auf dem Markt, was kann ich machen. Und jedes Produkt ist austauschbar und jedes Bad muss nicht 1:1 umgesetzt werden. Man kann sich die einzelnen Bausteine herausfiltern. Und das ist ja unsere Stärke, dass wir eine Abfrage machen mit dem Kunden, was er alles weiß, welche Philosophie er in seinem Bad gerne vertreten haben möchte. Und wir schnüren dann das Gesamtpaket für sein Bad. Und nicht nur für sein Bad, auch über das Bad hinaus, Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, auch da sind wir tätig und können auch die Handwerker liefern, wenn es um eine Gesamtsanierung geht. In der Tat haben wir hier zwei Standbeine. Einmal die Badschiene im exklusiven Bereich, wie Sie es hier sehen. Und das zweite ist die regenerative Energien im Bereich Solarthermie, Biokesselanlagen, Wärmepumpen oder Blockheizkraftwerke. Und da suchen wir weiterhin unser Fachpersonal aus und möchten auch da die jungen Leute dahin bekommen und dahin ausbilden. Und wie finden Sie diese qualifizierten Mitarbeiter? Wir suchen permanent auf dem freien Markt nach Leuten, die aber selbst auch Liebe und Gespür für solche Materialien mitbringen, weil es muss doch Spaß machen, in so einem Bereich zu arbeiten. Um solch eine Ausstellung zu eröffnen, braucht man ja auch das bestimmte Klientel. Ist das denn hier gegeben? In der Tat ist es hier gegeben. Wir haben schon eine Ausstellung in Heistenbach über 10 Jahre und unsere Kunden sind hauptsächlich im Taunus ansässig und so haben wir uns gesagt, wir gehen zu den Kunden und präsentieren uns hier im Taunus für diese hochwertigen Bäder. Und als Mitgliedsbetrieb von Aquacultura gibt es bundesweit 20 plus Betriebe, die in dieser Qualität arbeiten. Unsere Homepage und die Pressearbeit von Aquacultura unterstützt uns da sehr gut und es kommt einiges zurück. Wir fühlen uns gut aufgehoben hier und haben auch schon entsprechenden Erfolg. Ja, danke Frau und Herr John, dass Sie uns Einblicke in die Philosophie Bett und Bad gegeben haben und natürlich weiterhin viel Erfolg für Ihre Ausstellung. Dankeschön, aber vielleicht darf ich noch anmerken zum guten Schluss, dass wir hier nicht nur, oder wir zeigen hier Bäder im High-End-Bereich, aber wir sind auch ohne weiteres in der Lage, Bäder zu bauen, die nicht im High-End-Bereich liegen, die etwas von der Kategorie günstiger angesiedelt sind, aber trotzdem schön sind und dem Kunden einen Wohlfühlgedanken vermitteln und er sich trotzdem ja, ganz einfach wohlfühlt in seinem neuen Bad. Das war unser Bericht aus Bad Camberg. Vielleicht schaffen Sie es ja mal, diese Ausstellung zu besuchen. Es lohnt sich wirklich. Ich würde mich freuen, wenn Sie am Donnerstag bei den Nachrichten wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute.